Hallo meine Lieben, ich drehe Orakel Amour, ja. Man kann drei Stapel wählen. Genau. Stapel 1, 2 oder 3. Ja. Zwei Wochen, ja, aber es kann länger damit so die Zeit fixieren, ja. Die da oben haben andere Zeitstil. Zeitlos ein, das Universum, ja. Ja, Dankeschön. Eins, zwei, ja, Dankeschön. Ah, hier kommen zwei, okay, gut, dann ist es so. So, was sagen die Engel zu dieser Verbindung? Ja? Stapel am Loch. Stapel 1, 2 oder 3. Du kannst schon auswählen, ja. Was ist bei dir in der Liebe los? Ja? Dankeschön. Was sagen die Engels? Ja? Orakel Amour. Was ist in der Liebe los bei euch? Ja? Gekommen. Wow. Dankeschön. Claire's Emotions Card von Nadine Wettenschen. Nehme ich jetzt. Drei Karten. Orakel Amour. Drei Wochen. Das ist Bataillon. Jo. Oh, wow, 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 wow. Die war so, ne? Entschuldigung. Also, das war so. Da, da, da. Und das sind Botschaften, ja? Zusätzliche Botschaften, so nehme ich das. Und hier am Schluss derjenige, der zuguckt, was haben die Engel für Botschaft für dich? Abhängig von hier, ne? Also, was ist deine Situation, meine Liebe? Obla, Co-Abhängigkeit. Dein Liebesleben wird von Suchtverhalten negativ beeinflusst. Suchtverhalten kann alles sein, ja? Kein Grund zur Sorgen, sagen die Engel. Alles, was bei dir kommt in der Liebe, es geht um dich, ja? Mann wie Frau, das ist eine allgemeine Legung. Alles, was im Liebesleben auf dich kommt oder passiert, ja, das ist alles schicksalhaft. Alles von oben geführt. Karma. Ja. Sehr wichtig hier. Ja. Du oder jemand. Ja. Das kann dich repräsentieren oder dein Gegenüber, ja, oder jemand. Ich merke, dass das da, diese Co-Abhängigkeit, kein Grund zur Sorge, das geht weg. Du kommst weg von dieser Partnerschaft, Beziehung, was genau ist, weiß ich nicht, deine Situation. Ja, das ist eine allgemeine Legung. Aber die Engel sagen zu dir, kein Grund zur Sorge, du wirst auf dein Liebesleben geführt. Ja, genau. Und ich möchte hier, ja, was kommt nachher? Wenn du diese Co-Abhängigkeit los wirst, ja, es kann auch in Heilung gehen, das kann dich betreffen, dass du hier gemeint ist, ja. Kein Grund zur Sorge, mach dir keine Sorge in der Liebe, es kommt, kann auch jemand kommen, ein Mann wie eine Frau. Und wenn du von hier loslässt, ja, auf deinen Weg gehst, ja, du wirst ja gefühlt, es kommt etwas Karmatisches, Karma,
Schicksalhaftes auf dich zu in deinem Liebesleben. Hier, wie geht es weiter? Was kommt da? Schicksalhaftes. Hier. Was kommt Schicksalhaftes? Was kommt Schicksalhaftes? Was kommt Schicksalhaftes? Was kommt Schicksalhaftes? Zwei Karten. Ja, danke. Zwei Karten. Danke. Diese Co-Abhängigkeit, ja, das gebrochene Herz, dieser Liebeskummer, ja, und diese Energie, ja, die Kristallschädel, kosmisches Energie, Magie der Inkas machen und Azteken, neues Zeitalter, Urenergie, kosmisches Energiequelle, das gebrochene Herz, Liebeskummer, Trennung, Verlust, ja, das alles willst du hinter dir lassen, ja, das alles willst du hinter dir lassen und dieses Neues, ja? Was ist hier? Letzte Karte. Wow, schau mal. Das ist aber das, was ich gesagt habe. Kein Grund zu sorgen. Deswegen sagen die Engel kein Grund zu sorgen. Das gebrochene Herz, ja, kommt Besserung. Ja, das ist alles schicksalhaft, dass bei dir nicht rosig läuft in der Liebe. Weil wenn du hier weg abgeschlossen hast, kommt Neues. Der Turm des Aufstiegs, was möchte man, diese Erfolgswelle, Reichtum, Energie, Macht, Anerkennung, lukrative Geschäfte, ja gut, aber wir reden jetzt über Liebe, ja. Kommt Erfolgswelle auf dich zu in der Liebe, wow, ja. Aber du musst mit Vergangenes abschließen, dieses gebrochenes Herz heilen, damit du bereit bist für dieses Neue da, ja. So merke ich das. Okay, meine Liebe. So, jetzt Stapel Nummer 2. Was hast du hier? Vertrauen. Heute in einem Jahr ist Geheimnis und von einer Freundschaft wird Liebe. Wow. Das ist alles noch verborgen, ja? Diese Situation fordert dich auf, dich in Geduld zu üben. Was bei dir jetzt läuft in der Liebe, so merke ich das, ja? Sei kein Grund zu sorgen, ja? Vertraue es in dein Liebesleben. Heute in einem Jahr kommt eine loyale, treue Liebe auf dich zu. Mehr möchte ich nicht hier noch mehr deuten, weil das ist Geheimnis von oben, ja? Dieses Buch sagt, nicht mehr wird geredet. Dann respektiere ich das. Vertraue aber, heute in einem Jahr, wenn du hier dabei bist, in dieser Orakel hier, in dieser Stapel, deine Situation trifft, zweifle nicht. Ja? Sei geduldig, vertraue, bleib im Vertrauen. Ja? Das ist alles kommt, wie muss kommen, so merke ich das. Und aus einer Freundschaft wird Liebe. Das ist noch verborgen. Diese Pläne für dich, auf deinem Weg, liegt noch im Verborgen. Die wollen da oben nichts sagen, wie, wo, was. Und dann respektiere ich das, für mich ist das fertig hier. So, hier kamen zwei Karten, Anziehungskraft, schicksalhaft, religiöse Faktoren. Warten, wow, wahre Liebe, wow. Sehr schöne Stapel. Anziehungskraft ist seit wie Magnet. Anziehungskraft. Du siehst romantische Liebe, an dem du diesen Moment voll genießt. Warte, nicht zu überstürzen. Warte. Religiöse Faktor. Dein Liebesleben wird von deiner religiösen Erziehung und deinem spirituellen Weg beeinflusst. Es kommt langsam auf dich zu, die wahre Liebe. Sei bereit. Sei bereit. Wunderschön.
Wunderschön hier. Bevor ich vergesse, noch zwei Botschaften. Finanzielle Ruine, Verluste. Ja? Dein Liebesleben geht dir auf den Knochen. Ja? Achtung hier, Umzug, Veränderung in der Liebe. Diese zwei Karten kamen zu viel. Das ist eine Botschaft für die Leute, die finanziell in der Liebe bankrott gehen. Ja? So merke ich das. Verlust, geh da weg. Veränderung, Umzug, geh da weg, geh weg, geh weg von dieser toxischen Beziehung, so merke ich das. So, meine Lieben, jetzt. Was haben noch die Liebesengels für euch hier für Botschaft, die zuguckt? Ja? Ich ziehe noch diese, oh, Entschuldigung, ich ziehe noch diese Karte. Ja? Was haben sie noch so für Botschaft noch? Hm? Stapel Nummer 1, hier. Was haben Sie noch? Ja, die wollte raus. Karmisches. Ein Seelenpartner kommt auf dich zu. Glaube daran. Dein Seelenpartner ist im Geiste bereit bei dir. Glaube daran. Wow. Hier, was haben die Engels noch der Liebe für Botschaft? Stapel Nummer 2. Stapel Nummer 2, was hast du für Botschaft? Wow. Ich liebe dich, die wahre Liebe. Die wahre Liebe kommt auf dich zu, das habe ich ja gesagt. Göttliche Fügung, du wirst wissen. Deswegen dieses Buch da, diese Karte bestätigt diese Geheimnisse. Göttliche Fügung hier. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue. Oh, schau mal. Danke, liebes Universum, ihr seid so toll. Zweimal, ich bekomme Gänsehaut im ganzen Körper. Vertraue, das ist das Zauberwort für dich in der Liebe. Vertrauen, Vertrauen. So, zweimal Vertrauen. Ja, darauf, dass sich alles im Guten Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Zweimal Vertrauen hier. Mein Gott. So, dritte Stapel. Was hast du hier noch? Mhm. Ach, schau mal. Also, Leute. Wow, liebes Universum, ihr seid toll. Vielen Dank für die Botschaft. Die Karten bestätigen, was ich euch sage. Merkt ihr das? Seele, karmische Seelenpartner. Zweimal Vertrauen, göttliche Fügung. Tief in deinem Herzen, Stapel Nummer 3, kennst du bereits die Antwort. Tu das, was für dich richtig ist. So, hier schließe ich ab. Ja? Das war Sorati Amuch. Sehr emotional, diese Gefühle bekomme ich alles mit. Ja, ja, Vertrauen, Seelenpartner. Und du weißt, was für dich richtig ist. Jetzt für hier, ja, da, toxische Beziehung. Was kommt in der Liebe auf dich zu? Etwas Wunderbares kommt auf dich zu. Aber du musst hier Ciao, Ciao sagen. Wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich meine Arme sinken. Noch eine. Noch eine. Kommt Wunderbares auf dich zu. Noch eine. Hier. Was kommt in der Liebe auf dich zu? Ja. Noch eine. Noch eine. Ja, uff. Wow. Erfolg. Hab Vertrauen. Es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben.
wenn du diese toxische Beziehung hinter dir lässt. Das ist die wahre Liebe, meine Liebe, kommt auf dich zu, mach dich hier nicht kaputt. Das geht um deine Existenz, deine Zukunft geht drauf. So merke ich das. Und wenn das hier loslässt, diese toxische Stuff, wow, ich kann nur wow sagen, ja? So, meine Lieben, das war Orakel Amuch. Ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen. Bis zum nächsten Mal, Rokometalos.